Wie gesagt, ich will so viele wie möglich überleben lassen. Alter Schwede, 19 Treffer. Reine im Anflug. Beschütze die Wasserträger. Ja, genau, den falschen angegriffen. Oh, hier werden ja Kombos raus, ey. Wunderbar. Wir sind wohl aus dem Gröbsten raus. Kurz ah, das ist gut. Dann kontern wir, ich glaube, wir haben ordentlich Leute verloren, ey. Null Träger verloren. Das ist gut, Leute. Das haben wir richtig schön hingekriegt. Like a boss. Ich habe schon gedacht, wir hätten ein, zwei Leute verloren, ey. Aber bei null, das ist eine super Leistung, ey. Da kann man nichts falsch machen. 73.262 Meter weit geflogen. Oh, warum nicht? Aber von weißt du, von diesem jetzt hier oder von allen insgesamt? Probiere verschiedene Kampfsätze aus, um herauszufinden, welche Fähigkeiten die am nächsten liegen. Kaito kann erst in Frieden leben, wenn wir die Festung der Reinen zerstört haben. Du musst mit den Feuerträgern ihre Verteidigung zerschlagen. Erst dann können wir einrücken und ihre Festung zerstören. Machen wir das. Geh mit den Feuerträgern rein und zerschlage ihre Verteidigung. Wir halten den Rest auf Trab. Als erstes musst du die Feuerträger zur Festung eskortieren. Lasse sie nie ohne Schutz. Schade, dass ich nicht so die ganzen Leute irgendwie so abstellen kann. Dass ich halt so meine zwei Leute halt hier so sage, okay, pass mal auf, du machst jetzt den Scheiß, du machst jetzt den Scheiß, dann ist gut. Das geht leider nicht. So, jetzt sind wir aufgefüllt. Mal gucken, ob wir das Ding mal hier nicht zerstören können. Achso, so eine kleine Information mal nebenbei zu den Schleiereulen an sich. Die Schleiereulen haben halt so eine, herzförmiges Gesicht aus einem ganz bestimmten Grund. Aufgepasst! Und zwar sind sie eigentlich nur. Also los! Ist eigentlich nur dafür da, um den Schall, den die ganzen Viecher auf dem Boden wiedergeben, besser identifizieren zu können. Und ja, um halt schneller alles zu finden, die ganzen Beutetiere zu finden. Und im Gegensatz wie bei allen anderen Eulen ist es halt bei denen so, dass die Ohren zum Teil versetzt sind. Sprich, eins ist ein bisschen weiter oben, eins ist ein bisschen weiter unten, damit sie halt leichter die Position herausfinden können, auf welcher Seite es sich befindet. Sprich, links oder rechts. Oder halt oben, unten. Und dann geht es meistens in einen kleinen Sinkflut rein. Ja, das macht uns keine Sorgen mehr. Like a boss. Oh, das war jetzt falsch. Ausschalten, damit wir eine Chance haben, sie aus Taito rauszubringen. Ja, wie gesagt, um halt leichte Beute und Gefahrenzonen und sowas zu erkennen. Nein, das war falsch. Ah, fuck you. Also los. Was war das denn jetzt? So, jetzt ist mal hier. Weg damit jetzt. Nein. Es sind so viele Gegner, da kann ich nicht. Schad, denk dran, dass dir die Feuerträger. Ja, ich bin. Werden. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ey. So, ich will nochmal. Ich will jetzt eine Eule. Also los. Du kannst bei ihnen jederzeit neue Kohlen holen. So. Also im Endeffekt, jetzt weiß ich, wie er ist. Bring's zu Ende.
Also ich müsste die eigentlich nach oben werfen, damit ich sie besser fangen kann, damit dieser Hochfangmodus besser funktioniert. Ja, also es ist wieder, ich bin wieder ein bisschen durcheinander gekommen. Das sind halt, ja, das ist halt Gesichtsform, um halt Schall wiederzugeben und die Ohren ein bisschen versetzt, um halt besser herauszufinden, oben, unten, links, rechts. So, jetzt wollen wir mal kurz nach oben werfen. Und nochmal nach oben werfen. Ach so, LT. Hol neue Kohlen und zerstör die Katapulte. Batz, ich hab falsche Knöpfe gedrückt, weißt? So funktioniert also der. Also erstmal nach oben schleudern. Das Problem ist, es kommen wahrscheinlich unendlich viele. Also das heißt, ich werde mich jetzt erstmal darum kümmern, dass jetzt diese komischen Feuer kaputt gehen. Oh, like a boss, Alter. Nein, jetzt will ich. Genau. Das da anvisieren. Und diesen Dinger müsst ihr immer ausweichen. Weil wenn ihr getroffen werdet, kriegt ihr halt den Erfolg nicht. So. Und dieser Sturzangriff ist halt auch ganz nice in der Art und Weise. Wenn ihr halt jetzt mit einem Gegner zu weit oben seid oder zu weit weg von anderen Gegnern, macht ihr halt den Sturzangriff und schon seid ihr wieder richtig nah am Boden. Und auch näher an anderen Gegnern. Ist also ganz praktisch eigentlich. Ja. Also Schallereulen, jetzt wiederhole ich mich, weil ich mich hier so ein bisschen konzentrieren muss und halt wieder darauf zurückgreife. Nyra! Nyra, wie man es gerade gehört hat, ist die Anführerin der reinsten. Na, komm schon! Hab dich, du Schwein! So. Na komm. Und zack. Jetzt wollen wir das letzte Ding hier zerstören. Upsala. Und das war's. Wir sammeln mal schon mal Können aus. Feindverstärkung rückt an! Wo denn? Oh, es sind jetzt alles drei mit voller Kampfrüstung. Und um die muss ich mich kümmern. Also man kann zweimal den gleichen Angriff machen und dann wissen sie, was los ist. Also war knapp jetzt. So, dann wollen wir mal den hier auf den Boden pfeffern, würde ich sagen. Ich kann ihn nicht treffen, deine Mutter kann ich nicht treffen. So, den hier in die Fresse. Dann verfahren wir mal kurz nach oben. Und BAM! Zerschneidet die Seile, dann fällt die Festung. Los, Freund. Sie hat mich Freund genannt. Zack, das geil, das ging jetzt ziemlich schnell vonstatten. Das war easy peasy und so. Kein Problem. Wuhu! Wieder frei. Danke für deine Hilfe. Yeah. Für eine Verfolgung zu müde und mit zu vielen Verletzten konnten Shard und Bryony die überlebenden Reinen nur noch fliehen lassen. Nach ihrer Niederlage würden sie so schnell nicht zurückkehren. Bryony bedankte sich bei Shard für seinen Einsatz und gab ihm vor dem Abschied eine freundliche Warnung. Weißt du, Freund,
Als mich die Reinen gefangen hielten, hörte ich von einem, den sie den Wächter nannten. Dieser Wächter lieferte ihnen offenbar heiße Infos aus eurem Baum. Ich würde vorsichtig sein, wenn ich du wäre. Dann flog Shard den weiten Weg zur Insel Hul zurück. Während der ganzen Reise lag ihm die Warnung schwer im Magen. So, du hast das Kampfset Herz aus Gold freigeschaltet. Ausgezeichnet, 726. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es wesentlich schlechter war. So, jetzt sind wir wieder bei 623. Ja, ich will in Shards Höhle zurück. Waffenkammer. Das wird mir guten Schutz bieten. Nein, das will ich nicht. Herz aus Gold. Freut mich. Gesundheitsbonus wäre eigentlich ganz nice, aber... weiß ich nicht. Ja. Das war das. Ja, Erkundungsflug. Taito ist fertig. Damit kommen wir zum vorletzten. Zu den Glauxianischen Brüdern. Die Glauxianischen Brüder, es gibt auch Glauxianische Schwestern. Die Glauxianischen Brüder sind eine Religion, also alle glauben halt an den großen Glaux, den Eulen Gott. Und die Glauxianischen Brüder sind sowas wie Mönche, sage ich jetzt einfach mal dazu. Die haben halt spezielle Rituale, obwohl auch bei diesen Glauxianischen Brüdern auch weibliche Eulen mit am Start sind, haben aber andere weibliche Eulen halt sich gedacht, wir machen eine eigene Gruppe, nennen sich halt die Glauxianischen Schwestern. Die haben halt ein recht eigensinniges Leben, sprich sie reden nicht viel, die sind eher zurückgezogen, ruhig, reden nicht viel, wie halt bei normalen Menschen halt so ist. Man darf es aber entscheiden, ob man redet oder nicht redet, und normalerweise